Liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, heute mal wieder ein Film für beide Vlogs, für Cannstatt und Pforzheim, aber nicht dort gedreht, weder in Cannstatt noch in Pforzheim, sondern in Bad Teinach im Nordschwarzwald, einem der alten württembergischen Bäder. Wir haben hier eine Lehrtafel, also eine Art Denkmal auf der rechten Seite. Sie sehen es hier schon im Chorraum aus dem 17. Jahrhundert. Und das ist die Lehrtafel, die kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Württemberg. Und die werden sich jetzt fragen, was hat das mit Pforzheim und Cannstatt zu tun? Mit Cannstatt hat es was zu tun, weil die Antonia was für Cannstatt gestiftet hat, für die Stadtkirche nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und mit Pforzheim hat es zu tun, weil die Inhalte mit Johannes Reuchlin zu tun haben. So, und jetzt komme ich mal ins Bild. Und jetzt sehen Sie hier die Maske, die mache ich jetzt runter. Auch hier können wieder Gottesdienste stattfinden, wie in anderen Kirchen auch. Und dieser Raum ist ein besonderer Raum. Viele Professoren und Studenten haben sich schon Gedanken über die Teinacher Kirche gemacht, aber vor allen Dingen um eben diese kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Württemberg. Antonia von Württemberg ist 1613 geboren in Stuttgart und kam komplett in den Dreißigjährigen Krieg hinein. Ihr Vater starb früh, ihre Mutter bald darauf im Straßburger Exil. Und als ihr Bruder dann 1638 an die Regierung kam als Herzog von Württemberg, war sie schon Mitte 20, hat aber keinen Mann mehr gefunden, weil Württemberg war verarmt, die Fürstenfamilie auch. Es gab nicht genug Geld, um sie standesgemäß auszustatten. Sie hatte aber dann einen anderen Bräutigam gefunden für sich, und das war Jesus, die Vertiefung in Jesus Christus, also eine Form von Pietismus, der ja in Württemberg dann vor allen Dingen ab dem 18. Jahrhundert ganz besonders wichtig wurde. Und als sie 1679 starb, hatte sie beschlossen, dass das, was 10 Jahre lang in ihrem Schlafzimmer stand, also dass sie immer anschauen konnte, wenn sie in ihrem Zimmer war, und was dann die letzten 10 Jahre hier in Teinach schon war, dass das verknüpft wird mit ihrem Herzen. Also ihr Herz ist hier bestattet und ihr Körper liegt im Chorraum der Stiftskirche, nicht in der Gruft, weil die war damals voll, aber im Chorraum der Stiftskirche von Stuttgart. Jetzt gehen wir mal etwas hin und schauen uns das genauer an. Schauen wir es mal von oben nach unten an. Es sieht also aus wie ein Epitaph, also wie ein Grabmal, aber auch wie ein Altar. Es ist so eine Mischung aus beidem. Ganz oben viele Schnitzereien und der Gottesname in Hebräisch. Und wenn wir dann weitergehen, alles ist aus Holz gemacht, haben wir links und rechts zwei Säulen. Es sieht aus wie eine Art Eingang zu einem Tempel. Die Form nennt man auch Edicula, nach Tempelchen. Die gedrehten Säulen, die haben ihre Vorbilder in den Säulen des Tempels in Jerusalem. Und dann sehen wir hier ein zentrales Bild, das ja in der Mitte aufzuklappen wäre, was wir jetzt nicht tun können. Ich zeige Ihnen also nur die äußeren Teile. Wenn wir es aufklappen würden, wäre auf der linken Seite die Auffindung des Mose und auf der rechten Seite die Flucht von Josef, Maria und dem Christusknaben auf dem Esel nach Ägypten. Und in der mittleren Teil würde man Folgendes sehen, nämlich einen Garten und einen Tempel, durch den die Antonia von Württemberg sozusagen sich dem ewigen Paradies nähert. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber darüber finden Sie auch zum Beispiel bei Wikipedia Aussagen dazu, kabbalistische Lehrtafel der Prinzessin Antonia. So, schauen wir uns mal ein bisschen noch genauer das an, was hier dargestellt ist. Und tatsächlich ist es so, dass hier nur Frauen, bis auf Christus und die Engel, nur Frauen dargestellt sind. Es beginnt mit kleinen Frauen, die wir kaum erkennen können im Grau, und wird dann immer deutlicher, je weiter wir nach oben gehen. Es sind Prophetinnen, es sind ehemalige, ja, schwache Frauen, wie es heißt, wie die Maria Magdalena. Es sind Frauen aus dem Alten und Neuen Testament, bunt gemischt, aber thematisch zusammengefasst. Und in der obersten Reihe, wo die größten Figuren sind, da sieht man zum Beispiel die Maria mit ihrem roten Gewand und dem blauen Mantel, so wie sie üblicherweise dargestellt ist. Und neben ihr die Frau mit dem Apfel, das ist die Eva, also sozusagen die erste Maria. Mit ihr kam sozusagen die Sünde und der Tod in die Welt, wobei ich immer sage, wenn der Adam den Apfel nicht gegessen hätte, dann wäre es auch nicht passiert. Also er war auch blöd genug, den
Apfel zu essen und daneben eben Maria, die mit der Geburt von Jesus sozusagen die Hoffnung auf Erlösung, auf neues Leben wieder hineingebracht hat. Und direkt vor diesen zwei ganz berühmten Frauen der Bibel, das Ganze ist also, so wollen, auch die Begründung einer feministischen Theologie schon im 17. Jahrhundert, sehen Sie eine Gruppe von drei Frauen, die drei christlichen Kardinaltugenden darstellen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe zum Beispiel, die Caritas, ist hier mit zwei Kindern, wie auch sonst häufig dargestellt. Und die Gesichter dieser drei Frauen, das sind die Gesichter der Schwestern der Prinzessin Antonia von Württemberg, wie man vor einigen Jahren herausgefunden hat. Dann kommt die Antonia selbst und da ist das Porträt ganz eindeutig. Sie hat ein Brautkleid an, wie man es in der Barockzeit als Fürstentochter angehabt hätte, also ein silberner Brokat, der in Silberfäden versetzt war und eben auch eine Art Krönungsmantel. Und tatsächlich wird sie von Christus empfangen, der ihr die Krone des Lebens sozusagen über den Kopf hält, ihr übergibt, auch die Brautkrone. Und sie selbst sieht sich hier als Sulamit. Das Ganze als Brautzug der Sulamit, gedeutet aber eben durch die Frauen, was sie alles in der Bibel geleistet haben, auch was ihr Anteil der Bibel ist. Und wenn Sie sich den Jesus anschauen, dann hat er nicht nur die Krone, sondern er hat auch noch einen Palmzweig der Gerechtigkeit dabei. Er beugt sich zu ihr nieder und die Antonia hat ihre rechte Hand auf dem Herzen und ihre linke Hand verweist auf die ganzen Frauen vor ihr in der Geschichte der biblischen und in gewisser Weise auch christlichen Geschichte. Darüber dann schließlich ein Notenband mit den Engeln, einem Engelskonzert, die diese Vereinigung der Sulamit mit dem Christus also auch noch in Rede und Gegenrede und Kommentar darstellen. Das Besondere an dem Christus ist noch, dass sein Porträt, also die Vorlage für seinen Kopf, ja tatsächlich der verstorbene Vater, der früh verstorbene Vater der Antonia ist, als sie 15 Jahre alt war. Also sie will auch in dieser anderen Welt, die man dann im Inneren sehen könnte, den Verstorbenen und auch dem Vater wieder begegnen, im Übertragenen, wie vielleicht auch im wahren Sinne des Wortes. Also wenn man jetzt noch aufmachen würde, würde man eben einen großen Paradiesgarten sehen, im Zentrum Christus und vorne würde die Antonia hineingehen in einem Gartenkleid, man sieht sie nur von hinten und sie hat das brennende Herz der Liebe zu Christus und Gott in der Hand und auf der anderen Seite führt sie das Lamm Gottes. Und sie begegnet allen möglichen Figuren der Geschichte und schließlich auch allen möglichen Taten, alle Pflanzen auf dem großen Bild, der Tempel selbst, die Reliefs auf dem Tempel, die Tiere, alles hat Bedeutung. Ein ganzer Kosmos ist da dargestellt und ganz oben ist dann schließlich die Krone Gottes und der Name Gottes. Das alles noch nach der Kabbala aufgebaut, so wie Johannes Reuchlin sie entwickelt hat, wo man also von einer Stufe zur nächsten immer weiter, immer eine tiefere Erkenntnis von Gott und seinen vielfältigen Schichten haben kann. Und das hatte sie sich gewünscht und das hat sie sich praktisch mit Theologen zusammen erarbeitet und von ihr ging das alles aus und auch eben der Wunsch sozusagen eine Braut Gottes für die Ewigkeit zu sein. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder aus Pforzheim oder Cannstatt. Ich danke auch meiner Kamerafrau Carmen für jetzt das wieder aufnehmen und diesmal sogar mit ihrem Handy, weil meins vorhin gerade ausgefallen ist. Aber es ist immer gut, wenn man eine Ersatztechnik, ein Backup dabei hat. So, ich muss mein Backup jetzt wieder aufziehen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Schulze.